In diesem Video schauen wir uns die Unterschiede vom neuen Firefox-Design zum alten Firefox-Design an. Das neue Design trägt den Namen Proton. Wie du dir jetzt einen Firefox installieren kannst, der dieses Design schon beinhaltet, oder wie du deinen aktuellen Firefox auf dieses Design umstellen kannst, zeige ich dir nach dem Intro. Auf der linken Seite sehen wir die Beta-Version von Firefox. Das kann ich hier mal schnell zeigen. Ich gehe hier einfach auf Hilfe und auf Über Firefox und hier habe ich die Version 89. Wenn ich hier auf der rechten Seite schaue, auch wieder unter Hilfe und über Firefox, habe ich die Version 88. Also, wenn du jetzt das Proton-Design nutzen möchtest, dann kannst du dir einfach die Beta-Version installieren. Schauen wir mal, wie das geht. Suche ich einfach mal nach Firefox und Download. Und wichtig ist jetzt hier, dass man auf die Original-Mozilla-Seite geht und nicht auf irgendeine Werbeseite. Und hier klicke ich jetzt nicht auf Firefox herunterladen, sondern gehe hier unten auf diese Download-Optionen. Und hier kann ich eben auswählen, dass ich Firefox Beta herunterladen möchte. Habe ich das ausgewählt, klicke ich auf Jetzt herunterladen und am Dateinamen, der dann heruntergeladen wird, kann ich schon erkennen, welche Version ich herunterlade, nämlich die Version 89. Und da ist Proton eben schon aktiviert. Ich könnte jetzt auch theoretisch in meinen alten Firefox gehen und gebe hier oben about:config ein, akzeptiere hier das Risiko und würde jetzt hier nach Proton suchen. Dann könnte ich hier Browser Proton Enabled auswählen und könnte tatsächlich schon so ein paar Elemente des Proton Designs nutzen. Mir ist aber aufgefallen, dass nicht alles umgestellt wird. Deshalb würde ich die Beta-Version empfehlen, wenn du in den vollen Genuss dieses neuen Proton Design kommen willst. Schauen wir uns aber mal die Unterschiede an. Was als erstes auffällt, ist hier oben die Adressleiste. Hier hat sich ein bisschen was geändert. Ich klicke mal ein neues Tab auf. Man sieht jetzt hier weniger Symbole drin als hier im alten Design, vor allem wenn man auf einer Webseite ist. Also ich gehe mal zum Beispiel auf meine Webseite, da habe ich hier diese drei Pünktchen, Pocket, Favoriten, hier vorne zwei Icons. Jetzt gehe ich nochmal hier auf die Seite. Und das ist jetzt ein bisschen aufgeräumter, das Pocket-Logo ist einfach nach rechts verschoben und diese drei Pünktchen, die gibt es hier nicht mehr. Auch diese Icons hier, die hat man entfernt und jetzt quasi mit dieser Pocket-Leiste hier ersetzt. Die nächste Änderung ist das Menü. Wenn ich das mal im Proton-Design aufklappe, dann habe ich hier keine Icons mehr davor. Das finde ich eine gute Neuerung, weil besonders übersichtlich haben es jetzt hier die Icons auch nicht gemacht. Eine schlechte Neuerung hingegen finde ich hier oben diese Ansicht der Tabs. Denn die habe ich ja auf der rechten Seite deutlich schmaler, aber auch ohne, dass ich jetzt irgendeinen Nachteil hier empfinden würde. Hier sind die einfach größer, die Schriftart scheint mir auch noch gleich groß zu sein, es wurde einfach mehr Platz verbraucht. Das sieht man, wenn ich hier zum Beispiel meine Seite aufrufe. Hier sieht man ja schon, dass ein paar Millimeter der Seite ja geklaut werden im neuen Design. Und wenn ich jetzt mal hier meine Cookies akzeptiere, dann sehe ich das auch hier unten am Text, dass hier unten einfach ein bisschen mehr zu sehen ist. Verstehe nicht, warum das gemacht wurde, aber gut, ist jetzt halt so. Die nächste Änderung ist, wenn ich mal hier auf Plus klicke, dann habe ich ja immer hier diese Ansicht für eine neue Seite. Und die kann ich jetzt hier direkt anpassen. Kann also hier diese gesponserten Inhalte und Verknüpfungen direkt alle entfernen. Ja, und könnte jetzt einfach das direkt hier einstellen. Auf der rechten Seite geht es ein bisschen anders. Da springe ich mit diesem Einstellungsrad in meine Einstellungen und springe dann halt hier ab in die Inhalte der Firefox Startbildschirms. Und da kann ich dann die Sachen genauso wegklicken. Und dann habe ich im Grunde das Gleiche hier auch erreicht. Es gibt ein paar Webseiten im Internet, die jetzt noch davon sprechen, dass ich so irgendwie die Add-on-Installation geändert hätte oder so. Das stimmt aber im Prinzip nicht. Die Dialoge sehen ein bisschen anders aus. Also ich zeige es mal anhand von uBlock Origin. Aber so das Prinzip hat sich da jetzt auch nicht geändert. Ich weiß auch nicht genau, was damit gemeint ist. So, ich klicke jetzt mal zu Firefox hinzufügen. Nein, Chrome wollte ich nicht. Und hier klicken wir das auch einmal. Dann schauen wir uns mal die unterschiedlichen Dialoge an. Das ist jetzt auf der rechten Seite der alte Dialog. Und hier habe ich jetzt den neuen Dialog. Ja, natürlich, das sieht ein bisschen anders aus. Aber das extra zu erwähnen, naja. Ja, also inhaltlich das Gleiche. Die Buttons sind ein bisschen anders. Die Ecken sind ein bisschen anders. Da sieht man hier, dass hier jetzt alles rund ist. Ne? Hier sind die Ecken abgerundet. Hier ist das Kantige noch zu sehen vom alten Design. Ist absolute Geschmackssache.
hätte jetzt meiner Meinung nach auch nicht unbedingt sein müssen. Ich danke dir fürs Zuschauen bei diesem Video. Du hast heute gelernt, wie du den neuen Firefox in der Beta-Version installieren kannst und welche Änderungen das neue Proton-Design mit sich bringt. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und mir einen Daumen nach oben für dieses Video dalässt.